Oh, Need to Know hat was Neues hochgeladen. Geil, Digga. Need to Know, lang nicht mehr geschaut. Ja, heute schauen wir uns Stockfotos an. Also nicht Stöcke, sondern dieser Stock ist mein Lieblingsstock. Stockfotos sind Bilder, die man kaufen kann und oft von Firmen für Werbezwecke. Haben Sie Druck? Kacken Sie einfach. Oft von Firmen für Werbezwecke. Kackking, das macht Spaß. Kackking.de. Webseiten. Plakate. Kacken. Oder was auch immer verwendet wird. Diese Sounds. Damit die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass so viel wie möglich Bilder verkauft werden, gibt es davon unendlich viele für jegliche Situation. Alles klar. Und wenn ich sage für jegliche Situation, dann meine ich auch für jegliche Situation. Egal wie komisch. Was ist das? Was sind das für Bilder? Es gibt von alles ein Stock. Intro. Okay. Was passiert hier denn? Wer hält bitte schon wer? Was ist das für ein Bild? Was ist das für ein Bild, Bro? Was ist das? Dem Autofahren sein Handy mit zwei Händen fest. Der hat ja keinen am Steuer. Diese schlechte, rein gefotoshoppte Kind, Alter. Rüber da. Was tun die da? Was? Hä? Was ist das? Was ist das? Hä? Ich will Mais. Nein, du kriegst kein Mais. Ich hab Mais. Was ist das? Cyberfrau mit einem Mais? In welchem Kontext braucht man das? Wieso gibt es eine Cyberfrau mit einem Mais? Und vor allem mit einem Mais. Wer will sich bitte eine Cyberfrau mit einem Mais kaufen? Hallo, haben Sie... Ja, die haben wir. Die wollen mir jetzt hier eine Tasche verkaufen. Nein, ich will keine Cyberfrau mit einem Coins. Tasche von einer Cyberfrau mit Mais. Was ist das? Was ist das? Was soll das? Was ist das? Hä? Nee, warte. Hä? Da ist auch nichts Komisches. Hässlicher Mann, Stockfoto? Ich finde ihn gar nicht hässlich. Stellt euch mal vor, ihr macht ein... Stellt euch mal vor, Fotoshooting. Ja. Und dann ladet ihr es auf die Seite und die kategorieren euch ein als hässlicher Mann. Nach Hause und euch die Bilder ansehen und seht, dass die euch als hässlicher Mann eingespeichert haben. Zehner, mir wird das passieren. Okay. Finde ich jetzt nichts verwerflich und falsch dran. Ich find's geil. Wieso? Wieso leckt diese Frau in einem Kaktus? Die hat einfach mal ein ganzes Fotoshooting gemacht. Das hier ist auch mein Favorite, Digga. Hat was Erotisches irgendwie. Wie sie an einem Kaktus leckt. Wer zahlt da bitte Geld für? Hä? Wieso wird die von einem Haufen Big Macs gemobbt? Küssen sich so blind. Ich küsse dein Auge. Ne? Wofür sollte man das... das bitte verwenden? Hat er... Da ist einfach eine Scheißwurst auf dem Brot. Oh, ey, was soll das? Ein Sandwich mit Kacke in seiner Hand? Wieso? Ich frag mich halt echt, wofür dieses Bild benutzt werden würde. Hier gibt es ein englisches Artikel, die dieses Bild verwendet haben. Bin ich mal gespannt, worum es da geht. Wenn ein Mitarbeiter psychisch krank ist, wie sie sie unterstützen und gleichzeitig ihr Unternehmen am Laufenden halten können. Also wenn mein Mitarbeiter mir ein Brot mit Kacke anbieten würde, will ich ihn schon gar nicht mehr helfen. Diese Seite hat die Stockfotos ja nicht mal gekauft. Hier gibt es ein niederländisches Artikel, die auch dieses Bild benutzt haben. Verrückte Frage, aber wie isst du dein Kack-Sandwich am liebsten? Am liebsten gar nicht! In diesem Artikel geht es darum, wie man am besten Entscheidungen treffen kann. Was hat Entscheidungen treffen mit einem Kack-Sandwich zu tun? Er ist am Kacken. Es ist ja auch eine relatable Situation, sag ich mal. Wenn die Frau kocht und man scheißt einfach in den Eintopf, ist ja eine Sache, die kennt jeder von uns, oder? Diese Frau ist am Lachen und hat Bananenstück. Einfach ein Schlaganfall und dein Sohn schneidet Bananen auf dich drauf. Kauf ihr im Kopf. Warum? Ist das eine Bohne? Was ist denn das? Der knabbert an sein Hä? Was macht der denn da? Ach, Digga, nein. Matthias, keine Salami, Zervelatwurst ins Laufwerk. Legt er eine Salami in einen CD-Port? Warte mal. Okay, wieso habe ich das gemacht? Was ist das für ein PC, Alter?
Ist das ein... Ist das dumm? Ist das dumm, Digga? Eine Banane mit geringem Selbstwertgefühl? Oh, ist Banane das mit geringem Selbstwertgefühl. Ach so. Eine Banane mit alles klar. Selbstwertgefühl. Okay. Wieso ist hier eine Banane? Ich habe hier dieses Bild mit portugiesischer Überschrift gefunden. Anscheinend steht hier, wir leiden nicht gern. Also wir werden bewusst oder handeln unbewusst. Mhm. Damit wir es nicht tun, fühle mit der Tiefe jeder Schmerz. 1:1, was Simon Unge auf dem Nacken tätowiert hat. Ich will schon, dass das immer noch eine Banane ist, oder? Was? Was ist das? Seit wann habe ich einen Shop? Okay, wieso gibt es jetzt Merch von einer Banane mit geringem Selbstwert? Nein, Spaß, ich fand die Banane irgendwie so cool. Die hat mir einfach aus der Seele gesprochen. Ich meine, schaut euch sie an! Das ist ein Boss-Move. Wenn ich alle eine Banane mit geringem Selbstwertgefühl, wer will sowas bitte nicht auf seinen Hoodie haben? Banane. Oh ja, riecht das gut. Ah, Digga, der berühmte Koks-Schlappen, man kennt ihn. Gut. Schatz, man kennt ihn. Der riecht echt gut. Wieso schnüffeln die an den Schuh? Okay. Was ist das? Warum ist ein Typ als Nacktstecker aus Rasierschaum? Welche Firma würde sich bitte dieses Bild kaufen? Wofür? Etwa Gillette die Werbung macht für Rasierschaum? Take our word for it. Test it yourself. Gillette Series Shave Gel. Gillette, the best a man can... Ach, ich habe das Nacktschneckenmodel gefunden. Also, ich frag mich echt... Digga, Stockbilder sind so schwachsinnig, Digga. Das ist relatable, das ist relatable. Also das jetzt nicht, sondern das mit der Pizza, das ist relatable. Oh. Warum schnüffelt... Digga, Junge. Och. Angry Indian Man Stockfoto? Das sieht nicht aus, als ob er wütend ist, sondern eher, als ob er am Kacken ist. Warte mal, was kosten solche Stockfotos überhaupt? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ajo. Was? 240 Euro? Digga. Bruder, was? 240 Euro? Man kann sich hier einen kackenden Inder für 240 Euro kaufen? Ihr könnt... Nee, also nur das Bild. Entweder ihr kauft euch eine fast nagelneue PS4 oder... Einen kackenden Inder! Ja, ich nehme den Inder. Jojojojojo, ich hab hier einen überdurchschnittlich großen kackenden Inder an meine Wand hängen! Scheiß auf PS4, das war gestern! Heute ist kackende Inder der Shit! Der ist groß! Hat eine Diagonale von 4 überdurchschnittlich steife Bananen! Steife Banane, steife Banane! Was machst du da? Steife Banane, lauf damit! Oh, hey, Mama, was hältst du von meinen kackenden Kinder? Was passiert? Also, den, habe ich letztens gekauft. Hä? Der war nur zwei... Digga, ich bin im Paralleluniversum. 240 Euro. du hast ein Spiegelei auf deinem Kopf. Auch irgendwo relatable. Du hast ein Spiegelei in deinem Kopf. Ach, Digga. Du bist ein Ei. Ach, Junge. Nee, also, wenn ich dann jemanden ausspioniere, dann so. Dann so. Okay, warte. Ich weiß, was sie da macht. Ich will nur von ihr hören. Was machst du da? Hat diese Frau sich eigentlich nie hinterfragt, was sie während dem Fotoshooting überhaupt am Machen ist? Stell dich mal vor... Das ist wirklich so ein Ding. Die schießen diese Fotos einfach und dann ist gut? Sie ist Mutter und ihre Kinder fragen sie, was sie heute auf der Arbeit so gemacht hat. So fucking seltsam. Ja, das! Gucken, hat jemand dieses Bild verwendet? RGS Products? Architects? Bruder, was? Das ist eine Architekturagentur? Wieso haben die dieses Bild verwendet? Wofür? Also ich will mir kein Haus zusammenbauen lassen von einer Firma, die dieses Bild verwendet. Doch, den kann man trauen. Der unterhält sich mit einem riesen Dorito, warum? Auch für mich nachvollziehbar, Digga. Wenn man keinen zum Reden hat, warum nicht? Wieso jongliert die mit Babys? Auch für mich nachvollziehbar. Jungs, das ist kein Stockfoto, das ist irgendein Typ, der mit einem Huhn Gassi geht. Wieso ist eine Frau aus Salat? Cute woman with salad leaves arranged around... Junge, das ist doch nicht süß, das ist einfach nur verstörend. Die hat einfach mein ganzes Fotoshooting als Salatblatt gemacht. Also, Junge, das ist, also... Wer macht sowas bitte freiwillig? Die hat ein Fotoshooting gemacht, wie sie in einem Kaktus leckt. Die hat ein Fotoshooting gemacht als Salat. Was kommt als nächstes? Ein Typ, der Bleistift im Mund hat.
Ja, gut. Wieso existiere ich überhaupt noch? Wie ist dieses Bild bitte passiert? Ich kann dazu nicht sagen, dass das eine gute Idee ist. Welcher Mensch ist bitte morgens aufgestanden und dachte sich so... Bruder, das kostet 475 Euro. Ich würde es mir kaufen. Ein Typ mit Bleistiften im Mund. Nee, aber erstmal wirklich, wie unangenehm muss das bitte für den Fotografen sein, der den Leuten erklären muss, was die für die Bilder machen müssen. Schön, dass sie heute gekommen sind. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Hallo? Ja klar, wenn ich betrunken Auto fahre... Einfach mein Onkel. Fahr ich auch immer quer über die... Dieses... über die Straße. Warum zielt der auf seinen Laptop? Warum zielt die auf einen Fisch? Warum will ein Arzt ein Big Mac... Weil das hat gefährliche Transfette und die müssen ausgeleuchtet werden, ganz klar. Er hier ist sich so sicher, dass sein Leben richtig gut läuft, aber dann kommt er selber... Und er hier und zieht ihm einen Stein über den Kopf. Vertraut niemanden, nicht mal euch selber. Was ist das da? Wieso schlägt er sich selber mit einem Stein? Ist das ein Blali? Fighting. Ich wusste gar nicht, dass ein Blali Stockfotos gemacht hat, bevor er mit YouTube angefangen hat. Der kostet nur 7 Dollar. Da ist der Typ mit Bleistiften im Mund ja mehr wert. Okay, veganes Vorspiel ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber so funktioniert das nicht. Nein, so auch nicht. So schon gar nicht. Schauen wir mal, wo dieses Bild verwendet wurde. Einfache Übungen, die du an deinem Arbeitsplatz machen kannst. Das sieht mir aber nicht... Hä? Ist doch absolut easy, Digga. Sieht doch einfach aus. Wenn sie ihren Partner vor dem Schlafen gehen umarmen, können sie einen Schlaganfall verhindern. Okay. Ach, deswegen habe ich Epilepsie. Hä? Was? Was macht der da? Wieso? Wie macht der das? Wieso ist der ein Schuh? Was? Der auch schon? Wie? Was ist hier eigentlich los? Wieso näht der ein Spiegelei an seinem Leute, das sind keine Stockfotos mehr. Das ist nur noch irgendeine kranke Ciao, da Banana, komm, Ketchup? Ja, ich habe gesehen, dass das ein Bananenbrot mit Ketchup ist. Ist es wert, das Geld? Was ich nicht ist es wert? Sehe, ist, das Geld ist es wert. Wieso? Wer kauft sich bitte ein Bananenbrot mit Ketchup? Warte, wo kann man hier überhaupt den Preis sehen? Also, ich schwöre auf alles, wenn das mehr als 400 Euro kostet, wie bei diesem Bleistifttypen, falle ich. Sind das 250.000 Euro? 250.000 Dollar? Bananenbrot? 250.000 Also ist das nicht eine Sache, die man selber schnell schießen könnte, wenn ich ehrlich bin? 250.000 für ein... Eine Viertelmillion für ein Bananenbrot? Stellt euch vor, das hat jemand gekauft. Das wurde neunmal gekauft! Was? Ihr könnt entscheiden. Entweder kauft euch ein schönes Einfamilienhaus in einer schönen kleinen Stadt. Ein Bild von einer Banane mit Ketchup. Ich weiß, dass es 250 sind. Job. Ein Bild von einem Bananenbrot mit Ketchup? Ich habe zwar meine gesamte Existenz verkaufen müssen, aber immerhin war es das wert. Das war's so mit diesem Video auf Nitonob.shop. Ja, interessantes Video auf jeden Fall. Da kann man einiges lernen. Checkt auf jeden Fall mal gerne Need to Know aus an der Stelle. So!